Heute sprechen wir einmal über die Yu-Gi-Oh! Topseller diese Woche. Also welche Karten wurden laut Card Market diese Woche am meisten gekauft und getradet? Es wird keinen überraschen, wir haben ja diese Woche die Rarity Collection bekommen, dass alle 10 dieser Karten aus der Rarity Collection sind. Und es ist ein Trend aufgefallen, den ich schon vermutet hatte, aber ich würde sagen, wir springen rein mit Platz Nummer 10. Und das ist einmal der Geflügeldrache von Ra, Kugelmodus. Wie ihr seht, ihr könnt die Karte mittlerweile für 29 bis 50 Cent erwerben. Der Preistrend geht so ein bisschen über 1 Euro, wenn man das hier so einmal sieht. Also die meisten holen die für 1 Euro. Wenn man sich aber überlegt, dass die Karte vor der Rarity Collection bei so knapp 7 bis 8 Euro gelegen ist, klingt 1 Euro auf jeden Fall schon deutlich besser. Das ist eine Karte, die ist jetzt nicht super wichtig zu haben, aber sie in eurem Binder zu haben, falls die Karte mal wieder gebraucht wird und ihr die Karte spielen müsst, ist dafür 3 Euro auszugeben, um die Karte als Playset zu haben, auf jeden Fall super viel wert. Die Karte gibt es in der Rarity Collection, logischerweise in verschiedenen Raritäten. Das hier ist die Super Rare. Kleiner Spoiler für euch, alle diese 10 Karten heute sind Super Rares aus der Rarity Collection, weil das die günstigste Option ist, die extrem häufig gezogen werden und die Leute nicht so einen krassen Hype drauf haben, denn so könnt ihr quasi alle Karten, die ihr spielen wollt, auch spielen mit sehr, sehr günstigen Sachen. Machen wir weiter mit Platz Nummer 9. Aschelblüte und freudiger Frühling, Ash Blossom and Joy Spring. Und die Karte hat in den letzten Jahren extreme Metamorphose durchgegangen. Es ist die Handtrap, die am meisten gespielt wird. Die nützlichste Karte, die ihr überhaupt haben könnt. Das bedeutet, wenn ihr Access zu der Karte habt, holt sie euch. Und die Karte kostet mittlerweile knapp 2 Euro. Und das ist als Karte, die wirklich in jedem Deck gespielt werden kann und eigentlich immer einen soliden Job macht. Nicht die beste Karte ever, aber immer einen soliden Job. Das heißt, ihr könnt die in jedes eurer Decks reinpacken. Und das Deck ist in der Theorie ein bisschen besser gegen andere Decks, als wenn ihr die Karte nicht hättet. Klar, es gibt immer noch Handtraps, die sind weniger teuer wie die Karte. Aber heute geht es ja auch um die Karten, die am meisten verkauft wurden in dem Zeitraum, in dem dieses Video hier entstanden ist. Und ich finde 2 Euro für eine Super Rare Ash Blossom immer noch wild für mich. Ich kann mich noch erinnern, als die Karte damals rausgekommen ist, als Secret Rare 30 Euro gekostet hat. Als die Common aus dem Structure Deck von dem Salamangreat 10 bis 18 Euro gekostet hat. Und jetzt eine Super Rare Ash Blossom zu sehen für 2 Euro ist wild. Ich liebe die Rarity Collection. Ich wünschte, wir hätten sowas öfter. Denn so können wir deutlich besser mit Budget-Optionen Spieler versorgen, die die Karten einfach brauchen, weil die Karten einfach gut sind. Ich freue mich, dass Konami das gemacht hat. Und das ist genauso ein Zeichen dafür, warum ich die Rarity Collection gut finde. Haben wir einmal den Lava Golem. Eine Karte, die selbst als Common immer so 50 bis 1 Euro gegangen ist. Also 50 Cent bis 1 Euro. Also eine Karte, die viel gespielt wurde und deshalb immer wieder ein bisschen teurer gewesen ist. Jetzt haben wir hier eine Super Rare und die kostet 10 bis 12 Cent. Wie ihr seht, der Trend geht so ein bisschen runter, aber wir landen so bei knapp 40 Cent. Aber wenn wir uns das hier angucken, sehen wir können die auch für 10 bis 20 Cent holen. Ein Playset ist logischerweise ein bisschen teurer, aber eine Karte, die ähnlich wie der Kugelmodus ist, wahrscheinlich sogar noch ein bisschen besser von der Applikation her, weil wir dafür nur zweimal attributieren müssen und die Karte sich selber spezial beschwört. Ist eine Karte, die auf jeden Fall noch im Binder Platz finden sollte. Und für den Preispunkt würde ich jetzt losgehen und mir die besorgen. Denn ich glaube, günstiger als 10 bis 12 Cent wird die nicht mehr werden. Und das als Super Rare ist auch also eine schöne Karte. Und eine Karte, die euch einfach hilft, Boards zu brechen. Es wird nicht die Karte sein, die ihr am meisten spielen werdet. Aber für den Preispunkt eine Karte zu haben, die so gut ist wie Lava Golem, go for it. Und ich habe auch gesehen, die Ultra Rare kostet auch nicht viel mehr Geld. Also holt euch gerne die Ultra Rare davon. Die kostet, glaube ich, 1,50 Euro oder so, ne? Wenn ihr mal etwas schönere Karte haben wollt. Aber ich persönlich bin mit Super Rare komplett fein. Und das ist einmal der Kaliberlade Wilddrache. Es ist immer noch wild für mich, dass ich jetzt sehe hier, die Karte kostet 50 Cent. Die tendiert so um 1 Euro rum, wenn ich mir den Preisgrafen so angucke. Aber wenn wir uns angucken, dass wir die für 50 Cent bekommen können, ist es auf jeden Fall gut. Die Karte kam raus, Karte war bei 30 Euro. Dann hat die einen Reprint bekommen, in den Megazin. Dann war die so bei 10, 12 und ist wieder auf 20 Euro hochgeschossen. Mittlerweile sogar bei manchen Sachen wieder bei 30 gewesen. Jetzt sehen wir diese Karte hier und können die für nicht mal 1 Euro kaufen. Das ist krass. Für alle, die Karte nicht kennen, das ist ein generisches Synchromonster, was euch ermöglicht, einen Karteneffekt zu annullieren. Und das ist als Karte auf dem Endboard richtig gut. Die ist ein Drache, die ist Finsternis. Ich denke mal, das seht ihr hier schön auf der Karte. Eine unglaublich gute Karte und für den Preispunkt auf jeden Fall richtig, richtig gut. Dann die Karte, die wahrscheinlich neben Ash Blossom den größten Trend erfahren hat seit 2019, wo sie halt das erste Mal gedruckt wurde, ist einmal Nibiru das Urwesen. Eine Karte mit einem enormen Power Ceiling. Ihr könnt damit ganze Deck-Hops nehmen, aber die Karte war immer so ein bisschen teurer.
Weil man sagen muss, die Karte hat in letzter Zeit extrem viele Reprints bekommen. Lag die meistens so bei 3,50 Euro bis 5 Euro. War also nicht mehr ganz so teuer. Und jetzt auch hier für einen Euro ein Playset Nibiru zu holen, würde ich wahrscheinlich machen, wenn ihr Nibiru nicht eh schon habt. Denn Nibiru ist für mich eine Karte, die sollte man einfach haben. Denn es gibt so viele Decks, wogegen die Karte richtig gut ist. Es gibt natürlich auch Formate, wo die Karte nicht so krass viel gespielt wird. Wie im aktuellen Format zum Beispiel, weil zu viele verschiedene Decks rumrennen. Und man nicht weiß, ob die Karte jetzt dagegen richtig, richtig gut ist. Aber das ist eine Blowout-Karte, die extrem viele Decks richtig hops nehmen kann. Und die im Beinahe zu haben, auf jeden Fall richtig wichtig. Und deshalb ist die auch hier auf dem Platz. Die nächste Karte ist wieder ein bisschen spannender. Das ist einmal Infinite Impermanence, wie wir hier sehen. Die gerade so bei 2 Euro rumtingelt. Das ist spannend, denn die hat ja den Super Rare Print in Cyberdark Structure Deck letztes Jahr, wo die auch Super Rare dann war, die auch noch so 7 bis 5 Euro gekostet hat, also auch noch relativ teuer. Ich finde es spannend, dass die trotzdem immer noch 2 Euro geht. Ich erwarte eigentlich, dass sie runtergeht, aber wenn ich mir den Preisgrafen so angucke, sieht der Preisgraf das anders und ich bin komischerweise ein bisschen verwirrt, weil fast alle Karten sind vom Preis so ein bisschen runtergesackt. Die ist witzigerweise hochgegangen. Ich verstehe nicht ganz warum. Aber wenn wir uns die Preise so angucken, sehen wir, ja, 2 Euro und ein bisschen mehr. Ich vermute, dass die wahrscheinlich sich so bei 3 Euro einpendeln wird. Kann wahrscheinlich daran liegen, weil es noch nicht so viele Kopien davon auf dem Markt gibt. Aber wir haben 1240 Kopien jetzt davon auf dem Markt, von der Super Rare. Ich könnte mir vorstellen, dass es wahrscheinlich in der nächsten Woche ein bisschen mehr wird. Aber viele werden wahrscheinlich auch die Kartenkopien einfach sammeln, weil sie selber spielen möchten zum Beispiel. Und hier kommen wir zu der Karte, die den Reprint am nötigsten gehabt hat. Und das ist einmal der Topf des Wohlstands. Eine Karte, die ihr jetzt für 10 Euro kaufen könnt. 10 Euro! Selbst mit dem Reprint war die Karte bei 40 Euro. Und jetzt Port of Prosperity zu holen für 10 Euro klingt nach einem kleinen Diebstahl, um ehrlich zu sein. Ich erwarte, dass diese Karte sich wahrscheinlich in den nächsten Monaten wieder so ein bisschen nach oben bewegen wird. Weil es wird immer wieder Decks geben, wo wir die Karte auf jeden Fall brauchen. Natürlich könnte jetzt die Bandits sagen, spielt weniger davon. Dann wird die Karte vom Preis natürlich extrem droppen. Aber ich glaube, dass wir diese Karte auf jeden Fall in den nächsten Monaten ein bisschen weiter oben sehen werden. Denn es ist einfach eine generisch gute Karte, die wir im Deck wirklich gut spielen können. Und es ist kein Wunder, dass sie auf einer der meistgekauften Karten auf Cardmarket diese Woche ist. Diese Karte ist sehr besonders, denn die ist auf 2 im aktuellen Game und das ist einmal der Blitzsturm. Lightning Storm, wie es auf Englisch heißt, ist eine sehr gute Karte für euer Side-Deck. Es war immer eine Karte, wo ich nicht viel Geld für ausgeben würde, wenn ich die wirklich nur ins Side-Deck packen möchte. Side-Deck-Karten meiner Meinung nach nicht so viel wert sein sollten. Für 2 Euro würde ich mir das auf jeden Fall überlegen. Also wenn ihr die Karte noch nicht habt, besorgt euch die. Tipp von mir, besorgt euch direkt ein Playset davon. Ich weiß, die ist aktuell auf 2, besorgt euch trotzdem ein Playset von der Karte. Denn es kann sein, dass wir die bald wieder auf 3 sehen werden. Könnte ich mir gut vorstellen, deswegen besorgt euch lieber 3 Karten, weil so günstig wie die wird die auf jeden Fall nicht mehr sein. Denn wenn die zurück auf 3 kommen sollte, brauchen natürlich mehr Leute die Karten, weil vielleicht nicht alle 3 zu Hause haben, dann wird die Karte wieder teurer. Ich könnte mir auch vorstellen bei der Karte, wenn wir uns den Preisgraf hier angucken, die geht langsam schon mal ein bisschen nach oben. Also auf jeden Fall darüber nachdenken, euch die Karte jetzt zu kaufen, bevor sie wirklich wieder mehr als 3 Euro kostet. Der Trend geht nämlich langsam wieder ein bisschen so hoch, so Richtung 3 Euro, deswegen besorgt euch lieber. Die nächste Karte ist einmal Forbidden Droplet. Eine Karte, als sie damals rausgekommen ist, 80 bis 120 Euro gekostet hat. Eine Staple-Karte, die wir lange nicht nutzen konnten, weil wir Arisert im Game hatten und Arisert die Karte kaputt gemacht hat. Aber jetzt, wo Arisert auf der Banlist ist, sieht diese Karte auf jeden Fall eine Resurgence, also eine Wiederbelebung. Jetzt, dass sie in der Rarity Collection drin ist und wir die jetzt für 5 bis 10 Euro holen können, denn ich nehme mal 10 Euro, wird sie wahrscheinlich bei anpendeln. Günstiger als 5 Euro wird die wahrscheinlich nicht mehr werden. Eine Karte, die das Gegner nicht responden kann, wenn wir bestimmte Karten weglegen und Karten vom Gegner non-target annullieren können, ist unglaublich gut. Brauche ich, denke ich, keinem sagen. Forbidden Droplet, eine unglaublich gute Karte. Auf Platz 2 meiner tollen Top-Seller-Liste diese Woche ist eine Karte, die aktuell wieder viel mehr gespielt wird. Und das ist einmal Talent der 3 Taktiken. Eine Karte, die in Paarung mit Stoß der 3 Taktiken natürlich unglaublich gut ist, aber auch natürlich für sich alleine eine gute Karte ist. Und wir sehen hier, der Preis ist immer noch relativ massiv. Die war nach dem Megatin-Reprint bei so knapp 12 Euro und ist wieder auf 25 Euro hochgeschossen. Wenn wir uns den Preisgrafen hier angucken, sehe ich 10 Euro gar nicht so weit davon entfernt. Das heißt, wir kriegen hier ein Playset zum Beispiel bei dem einen hier für 7 Euro. Wenn ihr das noch nicht habt, würde ich vielleicht zuschlagen. Denn 7 Euro für 3 Tactics klingt auf jeden Fall nach keinem schlechten Deal. Ich glaube auch nicht, dass die Karte günstiger werden wird. Und jetzt natürlich die Karte, die am meisten gekauft wurde diese Woche. Und das ist Blumenbaronin. Baron de Fleur.
Wer hätte damit gerechnet? Ich glaube jeder. Das war eine Karte, die ist ein generisches Level 10 Synchro-Monster in eurem Exodeck, die ihr auf jeden Fall brauchen werdet, wenn ihr irgendwie Access zu dieser Karte habt. Und die jetzt für 4 Euro zu sehen, ist schon krass, denn wir werden die in vielen Decks brauchen. Ich habe das Gefühl, dass wir immer mehr Access zu Level 10 Synchro-Monstern bekommen, als wir das noch vor 2 Jahren hatten. Und eine Karte wie die für 5 Euro, für nachher vielleicht einen 10er, wenn die dann ein bisschen mehr gekauft wurde zu haben, ist wahrscheinlich ziemlich gut. Die wird wahrscheinlich sogar in den nächsten Wochen noch ein bisschen vom Preis sinken, denn wir haben bei der hier fast doppelt so viele Kopien auf Market wie jetzt von den ganz anderen Karten. Das liegt logischerweise daran, weil wir Baron halt nur einmal brauchen. Und die ganzen anderen Karten, wir brauchen die halt als Playset. Deswegen, ich könnte mir vorstellen, dass die jetzt in den nächsten Wochen ein bisschen günstiger wird, aber danach relativ strapide wieder steigen wird, weil wir dann ein Deck kriegen, wo wir die Karte auf einmal alle brauchen und alle sich vorher gedacht haben, ach, eigentlich brauche ich die Karte ja nicht. Und dann merken, ah, ich brauche die doch. Und dann wird die quasi wieder einen 10er kosten. Das ist auf jeden Fall die am meisten getradete Karte dieser Woche, also der Topseller. Das ist aber nicht das Produkt, was diese Woche am meisten gekauft wurde, denn überraschenderweise ist der Topseller diese Woche die Rarity Collection selber. Und wenn wir uns den Preisgrafen angucken, schwankt die hin und her. Ich persönlich muss fairerweise sagen, ich habe mir davon nichts gekauft. Was jetzt die Zielprodukte anguckt. Ich habe mir ein paar Super Rares gekauft. Ein paar. Ich werde diese Woche nochmal ein Video machen von meinem kleinen Kauf, den ich gemacht habe. Es sind, ich glaube, knapp 400 Karten, die ich mir geholt habe. Von verschiedenen Super Rares. Werde ich auf dem Channel einmal aufmachen und euch zeigen, was ich gekauft habe, warum ich mir gekauft habe, für wie viel ich mir das gekauft habe. Das Produkt ist als Zielprodukt meiner Meinung nach das nicht wert, denn den Wert wieder rauszukriegen, was das halt kostet, schwierig. Wenn ihr halt ein Opening haben wollt, mit einem richtig geilen Produkt, go for it. Es ist zum Aufmachen einfach geil. Ihr kriegt Super Rares, ihr kriegt Secret Rares, ihr kriegt, wenn ihr Glück habt, eine Quartz Century Secret Rare, ihr könnt eine Platinum Secret Rare ziehen, ihr könnt Collectors Rare ziehen. Es ist halt richtig geil, das aufzumachen. Rein vom finanziellen Aspekt her nicht so geil, aber von dem, ich bin hyped, das aufzumachen, das macht halt Bock, das aufzumachen, das ist geil. Tipp von mir ist, macht ein Battle mit euren Freunden. Holt euch eine Box zusammen, jeder kriegt ein paar Booster und ihr battelt das quasi aus, Booster für Booster aus, spielt um irgendwas. Das könnte richtig viel Bock machen. Einfach nur so ein Abend, weiß nicht, trinkt 2, 3 Bierchen, wenn ihr schon alt genug seid und habt einfach ein bisschen Spaß dran. Das könnte ich mir als richtig geilen Abend vorstellen, aber ansonsten würde ich es mir wahrscheinlich nicht holen. Ich werde dieses Format wahrscheinlich jetzt jede Woche machen, um einfach mal zu zeigen, was in der Woche so abgegangen ist. Wenn euch diese Art von Content gefällt, lasst mir mal ein Like da und schreibt mir in den Kommentaren, ob ihr das wirklich jede Woche sehen wollt. Ich werde wahrscheinlich immer noch einmal im Monat zeigen, was Yu-Gi-Oh! So kostet, aber ich glaube, für eine Woche so ein Format ist eigentlich mal ziemlich cool. Bis zum nächsten Mal rein. Ciao, Leute.